Was haben wir eigentlich in Walt Disney World alles geplant? Das erzähle ich euch in diesem Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem WDW-Planungsvideo. Es ist bald soweit. Es ist gefühlt schon morgen, dass wir nach Walt Disney World fliegen. Die Zeit rast unglaublich. Also es ist für mich tatsächlich noch sehr surreal, dass es schon so bald nach Walt Disney World geht. Gefühlt war ich ja erst Anfang des Jahres, ich war ja Anfang des Jahres da und jetzt ist es schon wieder soweit. Wir freuen uns unglaublich, Brina, ihr Freund und ich. Und in diesem Video erzähle ich euch ein bisschen, was wir reserviert haben, was wir so geplant haben. Und ja, ich hoffe, es hilft euch weiter. Ich werde auch ein bisschen über die Kosten sprechen. Also was haben wir für diesen Trip jetzt bezahlt im Vorhinein? Ja, wir fliegen ja am 24. September mit der Lufthansa von Frankfurt nach Orlando direkt. Also kein Zwischenstopp oder so, Direktflug von Frankfurt nach Orlando. Haben für diesen Flug 800 Euro pro Person bezahlt. Wir haben relativ früh gebucht und zwar im, ich glaube, Februar, März. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Es war aber nicht lang, nachdem ich aus Orlando zurück war. Genau. 24. September ist Abflug. Dann sind wir dann Ortszeit, ich glaube, gegen 18, 19 Uhr dann da. Und dann werden wir halt mit dem Hotel einchecken und ja, relativ früh ins Bett gehen. Also am 24. steht dann nichts mehr an. Wo übernachten wir? Wir übernachten im Disney's All-Star Music Resort. Das ist ein Value Resort, also eines der günstigeren. Ich war ja letztes Mal im Pop Century, das war auch eines der günstigeren, hatte aber den Skyliner Access. Jetzt haben wir leider nur den Bus zu den Parks. Skyliner Access ist natürlich richtig cool, aber wir wollten halt auch ein anderes Hotel. Also ich wollte auf jeden Fall ein anderes Hotel als im Januar, damit wir euch auch andere Sachen zeigen können, ne? So, also wir haben das All-Star Music Resort für 14 Tage und inklusive Tickets für die Parks für 14 Tage und den Memory Maker haben wir drin, also im Prinzip den Fotopass, dass alle Fotos und, wie heißen sie jetzt nochmal, diese Videos, diese Zoom-Videos, habt ihr alle im Prinzip alles inklusive und da gibt es ja auch gefühlt an jeder Ecke 500 Fotografen, die von euch Fotos machen können. Der ist inklusive für uns alle und der Genie Plus. Tatsächlich geht das gar nicht mehr, aber als wir gebucht haben, konnte man das noch früher dazu buchen für den kompletten Aufenthalt für 2 Wochen. Da war es tatsächlich günstiger, als wenn man es vor Ort bucht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel günstiger. Es waren auf jeden Fall ein paar Euro pro Tag. Und ja, also wir haben Genie Plus für den ganzen Aufenthalt. Das heißt, wir können jeden Tag Genie Plus nutzen, was natürlich sehr praktisch ist. Man muss halt nur immer die Slots buchen. Genie Plus ist ja im Prinzip das Fastpass-System aus Walt Disney World. Muss aber immer vorher reservieren und das geht auch nicht den ganzen Tag und ist limitiert und sowas. Aber dazu plane ich dann nochmal ein Video nach der Reise. Denn ich hatte Genie Plus, glaube ich, einen Tag benutzt im Januar. Und dann war mir das ein bisschen zu, ich hatte da nicht genug Ahnung von. Und da wollte ich jetzt kein ganzes Video drüber machen. Jetzt nutzen wir es 14 Tage, also wenn wir in dem Park sind. Und da kann ich euch auf jeden Fall eine genauere Meinung dazu geben, wie es funktioniert mit Tipps und Tricks. Kommt dann nach Orlando auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Also Hotel wisst ihr jetzt. Achso, was haben wir fürs Hotel bezahlt? Wir bezahlen für die 14 Tage pro Person, wir teilen uns ein Zimmer zu dritt, 1400 Euro pro Person. Genau, mit Memory Maker und Genie Plus. Verpflegung ist da nicht dabei. Genau. Dann haben wir im Vorhinein jetzt auch noch unsere Magic Bands bestellen können. Das war ja bei unserem letzten Trip ein bisschen, ging das nicht. Und jetzt weiß ich auch, warum es nicht ging. Denn man muss die Magic Bands über eine VPN-Verbindung buchen. Das geht, wenn man, ähnlich wie bei den, aber da kommen wir auch noch zu Not So Scary Halloween Party Tickets, man muss sich eine VPN-Verbindung eröffnen. Übers Handy oder über dem Computer. Für Mickey's Not So Scary Halloween Party habe ich einfach eine App runtergeladen und dann konnte man irgendwie kostenlos 7 Tage testen. Das habe ich dann geklickt und dann direkt wieder gekündigt, ne, dass ihr auch keine Kosten dann habt. Und dann ging das Problem los. Aber für die Magic Bands braucht ihr unbedingt eine VPN-Verbindung. Wir haben unsere bestellt und zwar die Magic, wie heißen die, Plus Bands?
Band Plus, was auch immer, Magic Band, ach, ich habe hier noch, glaube ich, genau, sie heißen Magic Band Plus. Habe ich noch ein Foto, ich zeige euch auch noch mal die wir bestellt haben. Und zwar habe ich mich, glaube ich, für das Rosane mit dem 50. Geburtstag entschieden. Was ist jetzt anders zu den Magic Plus Bands als zu den normalen Magic Bands? Natürlich, die ganzen Funktionen von Magic Band haben sie auch. Aber man kann dann mit den Statuen ein bisschen interagieren, die leuchten und so. Aber genaueres werdet ihr dann in den Vlog sehen. Was haben sie gekostet? Ich habe keine Ahnung. Sie waren auf jeden Fall, ich glaube, im Vorfeld, also wenn man sie vorher kauft, sind sie auf jeden Fall günstiger. Ja, wir haben $35 oder $39 bezahlt. Ich bin mir jetzt aber nicht genau sicher, was sie gekostet haben. Auf jeden Fall ein bisschen teurer als die normalen Magic Bands. Genau, das haben wir vorher gemacht. Was wir auf jeden Fall auch vorher machen werden, ist bei Amazon bestellen. Das habe ich euch ja auch schon mal gesagt und gezeigt in den letzten Videos, wie man bei Amazon bestellen kann. Und zwar Essen, Getränke. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall geht das. Das werden wir auf jeden Fall auch vorher machen. Wir werden uns Getränke bestellen, das ist schon mal so Snacks, vielleicht was zum Frühstücken oder so. Es gibt ja einen kleinen Kühlschrank in den Hotels. Das machen wir dann so einen Tag vor Abflug, werden wir bei Amazon bestellen. Ich glaube, es heißt Amazon Fresh. Ja, ich glaube schon. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich werde noch bei Stitch Shop hier bei Loungefly bestellen, denn, apropos, das müsste ich, glaube ich, auch schon demnächst machen. Weil der Versand schon ein bisschen länger gedauert hat. Tatsächlich, ja, das muss ich auch noch machen, weil ich mir da Outfits bestellen möchte. Das geht auch. Ihr könnt an eure Hoteladresse Sachen schicken. Das kostet dann, glaube ich, 6 Euro pro Paket oder $6 pro Paket. Und das wird euch dann direkt aufs Zimmer gebracht und so. Es lief letztes Mal problemlos und das möchte ich diesmal wieder machen mit Stitch Shop by Loungefly. Und ja, dazu gibt es aber alles Videos von letztem Mal, wo ich das Ganze erkläre, wie man bei Amazon Fresh bestellt mit Videoaufnahmefunktion und auch mit der Adresse. Ich verlinke euch gerne das Video nochmal, da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen, was man genau wo eintragen muss und was man beachten muss. Ich muss mir das dann auch übrigens auch nochmal angucken, weil ich es auch schon wieder vergessen habe. Gut, dass ich das Video gemacht habe. So, jetzt kommen wir weiter zur Planung. Also wir sind dann gelandet am 24. und das ist der Samstag. Am Sonntag haben wir tatsächlich einen Wasserpark geplant. Erstmal entspannt ankommen, Jetlag verarbeiten. Deswegen gehen wir erstmal entweder ins Blizzard Beach oder ins Typhoon Lagoon. Was halt offen hat, ich glaube gerade hat nur Typhoon Lagoon offen. Ja, das haben wir auf jeden Fall geplant für den Sonntag. Und wenn wir es dann schaffen sollten, also wir haben eine Reservierung fürs Magic Kingdom, vielleicht schauen wir uns abends noch das Feuerwerk an oder gehen ins Disney Springs, werden oder spielen Minigolf danach. Also das haben wir noch nicht ganz so entschieden. Also Wasserpark steht klar, steht fest. Dann entweder Disney Springs, Minigolf oder Magic Kingdom. Mal gucken, wie wir uns fühlen, das entscheiden wir dann spontan. Und da haben wir tatsächlich das Restaurant, das Paradiso 37 in Disney Springs in Klammern gesetzt, wenn wir nach Disney Springs gehen. Das soll nämlich richtig gut sein. Dann am Montag geht es nicht in Magic Kingdom, da geht es dann ins Animal Kingdom. Und da haben wir kein Restaurant rausgesucht, wir werden da irgendwas im Schnellimbiss-Restaurant bestellen. Also wir haben ein paar Restaurantreservierungen, aber nicht viele, aber zu denen kommen wir dann noch. Restaurants haben wir 6 Wochen vorher geordert. Das war bei uns der 26. Juli war das bei uns, 5 Wochen vorher. Uhrzeit 12 Uhr, dann ging es auch tatsächlich. Haben alles bekommen, was wir wollten. Also Animal Kingdom am Montag und das Animal Kingdom schließt ja immer ein bisschen früher. Und deswegen haben wir hier noch Walmart auf der Liste stehen. Damit wir noch ein paar Sachen kaufen können, Ponchos, also Regenponchos und keine Ahnung, schon mal gucken, was es so gibt. Am Dienstag geht's dann raus aus Disney. Ja, es ist irgendwie, wir machen jetzt erstmal nicht alle Disney-Parks, wir machen irgendwie es ist sehr, sehr wilder Mix. Und zwar geht's am Dienstag direkt in die Universal Studios. Ja, ich freue mich. Harry Potter, Brida möchte die Simpsons sehen und so. Ich freue mich sehr, wieder da rein in die Universal Studios zu gehen. Ich habe ja beim letzten auch nicht alles geschafft. Und diesmal haben wir uns den Fastpass gegönnt. Da kommen wir dann zu dem Preis, was wir für den Tag bezahlt haben. Und zwar kostet uns der Eintritt inklusive Fastpass 285 Euro. Für einen Tag.
Das tut schon wirklich weh, diesen Preis auszusprechen. Weil also da kann ich ein ganzes Wochenende in Disneyland verbringen, vielleicht sogar zwei, wenn es gut läuft, ein Wochenende irgendwo hinfliegen. Aber nein, wir geben es einfach für einen Tag Universal aus. Warum auch nicht? Aber wie gesagt, also ich bin nur einen Tag da. Brina und ihr Freund sind ja nochmal zu den Horror Nights da, aber dazu kommen wir noch. Und deswegen Fastpass, damit wir auch alles schaffen. Und wir haben uns extra, da muss man tatsächlich zu der Jahreszeit drauf achten, auch in Disney World. Schaut euch an, wann die Partys stattfinden. Mickey's Not So Scary Halloween Party und auch Universal Party, also die Horror Nights. Denn der Park schließt früher. Und wenn ihr dann zu der Party wollt, braucht ihr ein extra Ticket. Das heißt, die Öffnungszeiten sind verkürzt. Und wenn wir schon einen vollen Preis für Universal bezahlen, wollen wir auch einen vollen Tag da sein und nicht dann schon irgendwie um 6 oder 7 rausgeschmissen werden. Deswegen haben wir uns einen Tag ausgesucht, an dem die Horror Nights nicht stattfinden. Selbes für Magic Kingdom. Außer wir gehen zur Mickey's Not So Scary Halloween Party. Aber ansonsten haben wir Magic Kingdom auch geschaut, wann die Mickey's Not So Scary Halloween Party nicht stattfindet. Also darauf auf jeden Fall achten, wenn ihr zur Halloween, aber auch zur Christmas Season da seid. Christmas Season gibt es ja auch die Very Merry Christmas Party in Walt Disney World und die findet auch nicht täglich statt. Also da auf jeden Fall den Kalender anschauen und drumherum planen. Sonst wäre es ja schade, auch wenn ihr tatsächlich nur ein paar Tage ins Magic Kingdom geht, also euch ein separates Ticket kauft und euch dann nicht den ganzen Tag bis abends da sein könnt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Gesprochen von Magic Kingdom, dann geht es auch am Mittwoch endlich ins Magic Kingdom. Also wenn wir nicht am Sonntag da waren. Genau. Magic Kingdom am Mittwoch. Da haben wir sonst nichts weiter geplant. Wir werden den ganzen Tag im Magic Kingdom verbringen, inklusive Feuerwerk, Parade und, und. Ja, die Parade ist ja tatsächlich zurück. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die komplette Parade ist wieder da. Man kann Character Meets wieder ganz normal machen. Also nicht so wie im Januar, wo ich da war, mit innen drin mit Maske und Abstand und etc. pp. Alles ist wieder normal. Man kann die Charaktere umarmen, Autogramme sammeln, Foto direkt nebenbei und, und. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, die Parade ist wieder da. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen rausgeschrieben, was gute Restaurants sind im Magic Kingdom, schnell ins Restaurant. Und zwar habe ich mir Sleepy Hollow aufgeschrieben, The Friar's Nook, den Dole Whip bei Aloha Isle, Columbia Harbor House, Spring Malls, muss ich auf jeden Fall nochmal probieren, Casey's Corner und Pecos Bill Tall Tale Inn and Café. Genau. Bei einigen waren wir ja schon mal im Januar. Die habe ich mir auf jeden Fall nochmal rausgeschrieben und alles werdet ihr dann natürlich in den Vlogs sehen, die natürlich auch online kommen werden. Ich werde es wahrscheinlich dieses Mal so machen. Letztes Mal war es ja immer mittwochs. Ich denke mal, dieses Mal wird es freitags sein. Ich werde freitags immer jede Woche einen neuen Tag online stellen. Genau, also freitags wird der neue Walt Disney World Vlog-Tag sein. Und da in den Vlogs werden wir natürlich über Kosten sprechen. Was haben wir fürs Essen bezahlt? Was machen wir? Etc. Genauso ausführlich wie auch schon im Januar. Am Donnerstag geht es dann nach Epcot. Und da haben wir eine ganz besondere Reservierung. Und zwar gehen wir in Space 220, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist ja das Restaurant, wo man im Prinzip im All ist. Also man sieht kein Tageslicht, man sieht nur den Weltraum. Das Essen soll sehr abgespaced sein, passend zu dem Namen. Also ich bin sehr gespannt. Da haben wir eine Reservierung ergattert im Space 220. Freitag geht es dann für Brina und Sina nach Kissimmee. Da bin ich dann wahrscheinlich nicht dabei. Es muss ich sagen, interessiert mich nicht so ganz, nach Kissimmee zu fahren. Aber mal schauen. Ansonsten habe ich eine Animal Kingdom oder wir haben jeden Tag tatsächlich auch eine Reservierung, auch wenn wir gesagt haben, wir gehen irgendwo anders hin, weil wir können immer noch spontan stornieren. Aber lieber haben, als dann an dem Tag doch nicht hingehen zu können. Also wir haben eine Reservierung für Animal Kingdom und ich glaube auch, die wollen erst nachmittags nach Kissimmee, weil das abends dann so gut aussieht. Ich weiß gar nicht, wie dieser Park heißt, wo sie hin wollten. Auf jeden Fall Freitag Kissimmee für Brina und Sinan und für mich dann Animal Kingdom und dann abends, keine Ahnung, vielleicht fahre ich nach Disney Springs oder geh mal früher ins Bett oder so, kann ja nicht schaden, ein bisschen zu chillen. Samstag geht es dann morgens erstmal ins Riviera Resort, ist es das Hotel. Denn da haben wir eine Reservierung im Topolinos. Das Topolinos ist das Restaurant, was oben
das Rooftop ist es, glaube ich, nicht, aber ganz oben im Riviera Resort ist. Und da gibt es ein Charakterfrühstück mit ganz, ganz tollen Outfits. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Die Bilder und so sahen immer super schön aus. Und da haben wir eine Reservierung ergattert. Und nach Topolinos geht es dann mit dem Skyliner, den wir auch unbedingt dann fahren müssen, natürlich, in die Hollywood Studios. Dann geht es auch das erste Mal nach einer Woche in die Hollywood Studios. Das ist schon krass irgendwie. Ja, aber nach einer Woche in die Hollywood Studios. Wir haben sonst kein Restaurant reserviert. Wir haben ja morgens das, das Frühstück. Und, aber seit, wir, da haben wir natürlich andere Restaurantmöglichkeiten schnell ins Restaurant. Die sind ja alle super. Docking Bay 7 und so weiter. Wir wollen, Ogas Cantina haben wir tatsächlich dann am anderen Tag. Aber dazu kommen wir noch. Ja, also Samstag Hollywood Studios. Und dann geht's Sonntag wieder entspannt in einen Wasserpark. Entweder halt Blizzard Beach, wenn es offen hat, oder wir gehen ins Volcano Bay, also der Wasserpark von Universal. Der soll auch richtig toll sein. Also Sonntag dann wieder Wasserpark und dann wieder danach entweder Minigolf, Disney Springs oder wir haben auch noch eine Reservierung für die Hollywood Studios. Da bleiben, entscheiden wir wieder spontan. Montag. Der Montag ist der 3. Oktober 2022. Was ist in Deutschland am 3. Oktober? Tag der Deutschen Einheit. Und wo könnte man besser hingehen an Tag der Deutschen Einheit als nach Epcot ins Germany Pavilion? Ja, ja. Brina, Sinan und ich werden, also Brina und ich werden ein Dirndl tragen an diesem Tag, standesgemäß uns, um unser Land zu repräsentieren, werden wir im Dirndl nach Epcot gehen und haben eine Reservierung im Biergarten. Ganz standesgemäß, so wie es sein soll, werden wir im Biergarten, ich glaube, zu Abend essen. Wir haben abends die Reservierung. Und ja, wird richtig cool. Ich bin schon so gespannt, wie wir auffallen werden mit unserem Dirndl. Wir werden bestimmt der Hingucker sein. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Tag. Ich habe mich noch nie so sehr auf den Tag der Deutschen Einheit gefreut wie dieses Jahr. Ja, also wie gesagt, Reservierung im Biergarten, Epcot mit Harmonious abends und. Volles Programm. Dann geht es Dienstag dann in Ogas Cantina und die Hollywood Studios zurück. Dann, ja. Ogas Cantina ist ja das, ist ja die Bar in Galaxy's Edge und da gibt es auch krasse Cocktails und Drinks und so. Deswegen, da wollte ich unbedingt auch mal rein. Haben auch eine Reservierung bekommen für Ogas Cantina. Also wie gesagt, alles bekommen, was wir wollten. Richtig cool. Mittwoch haben wir dann erstmal Shopping aufgeschrieben, also in die Outlets, ins Target wollten wir auch nochmal. Wir haben eine Reservierung fürs Magic Kingdom, aber Brina und Sinan werden zu den Horror Nights gehen, also nach Universal. Und die werden auch schon mittags um 16 Uhr hinfahren müssen. Und ich habe eine Reservierung im Storybook Dining. Das ist in der Wilderness Lodge. Und das ist das Essen mit den also das Schneewittchen-Restaurant, wo man die sieben Zwerge treffen kann, also nicht alle, ich glaube nur Seppel und Grumpy, mir fällt gerade der deutsche Wort nicht ein, und Snow White und die böse Königin und so, aber ja, da habe ich mir eine Reservierung gegönnt, weil wenn die anderen auf die Horror Nights gehen, da wollte ich auf gar keinen Fall mit, also ich glaube, mich könnte man traumatisiert wieder nach Deutschland bringen, wenn ich auf diese Horror Nights gehen würde, weil ich was schon gesehen habe, das ist einfach too much for me. Deswegen für mich das Kontrastprogramm, ich gehe zu den sieben Zwergen und zu Schneewittchen und lass mich da, ich werde dann was Nettes essen und da Fotos machen und so weiter und vielleicht dann abends nochmal ins Magic Kingdom fürs Feuerwerk oder so. Mal sehen, das halte ich mir dann noch offen. Die kommen ja irgendwann erst spät abends, nachts von der Party zurück. Ja, und Donnerstag geht es dann auf die nächste Party für uns alle und zwar gehen wir tagsüber ins Magic Kingdom und an dem Tag gehen wir auch zu Mickeys Not So Scary Halloween Party. Ich freue mich so. Das wird meine einzige Halloween-Party sein dieses Jahr. Und Mickey's Not So Scary Halloween-Party, ein Traum von mir, da mal hinzugehen. Auch natürlich mal die Very Merry Christmas Party, aber dieses Jahr natürlich nicht. Deswegen tagsüber Magic Kingdom, bis dann die Party anfängt. Dann ziehen wir uns aber noch um, andere Outfits. Und das wird natürlich sehr anstrengend sein für Brina und Sinan, weil die müssen ja dann, sind abends vom, kommen sie aus den Horror Nights zurück, nachts irgendwann und dann morgens wieder aufstehen. Magic Kingdom und die Mickey's Not So Scary Halloween Party geht natürlich auch bis 2 Uhr nachts. Kosten für die Mickey's Not So Scary Halloween Party waren 150 Euro. Haben wir über eine VPN-Verbindung gebucht. Direkt als sie rauskam, hat alles super funktioniert und ja.
hat das auch geklappt. So, dann kommen wir zu den letzten 1,5 Tagen, würde ich sagen. Dann ist unser Urlaub auch schon fast vorbei, denn dann geht's ins Animal Kingdom für unseren vorletzten Tag. Und zwar, und dann haben wir für abends noch eine Reservierung fürs Whispering Canyon Café, dein Dinner. Das hat irgendwie Brina von Thorsten von Dein der LAP gesagt bekommen, dass das super lecker sein soll. Und Brina so, ja, reservier mal für den Abend. Ich so, okay, keine Ahnung, aber okay, können wir meinetwegen hingehen. Und da haben wir dann abends die Reservierung. Das ist auch in der Wilderness Lodge, wo ich dann schon mal für das Schneewittchen-Diner-Dingster-Bumster war. Ja, das ist dann unser vorletzter Tag. Und am letzten Tag, wo wir auch abfliegen, aber der Flug ist ja wieder abends um 8, gehen wir nochmal für einen halben Tag nach Epcot. Das ist unser Plan. Schon ein straffer Zeitplan, würde ich sagen. Und nach diesem Urlaub wahrscheinlich brauche ich erstmal eine Woche weiteren Urlaub. Aber ich habe ja dann Ende Oktober Thailand-Urlaub, das wird dann ein bisschen entspannter. Aber auf jeden Fall haben wir einiges geplant, einige Restaurants. Freue mich sehr. Und das war sozusagen die Planung. Ich bin sehr gespannt. Es geht ja bald los. Koffer, Outfits sind schon zur Hälfte geplant, zur Hälfte noch nicht. Dazu wird es natürlich auch noch ein Video geben, ich packe meinen Koffer-Video natürlich, was ich alles mitnehme. Ich werde die Outfits für euch anprobieren, euch zeigen, was ich mit was kombiniert habe, was ich sonst noch mitnehmen werde. Wahrscheinlich diesmal nicht so dicke Klamotten wie beim letzten Mal, weil es wird einfach heiß, heiß, heiß. Es wird regnen und das ist halt gerade die Zeit in Orlando. Was es wird noch geben? Es wird auf jeden Fall das Packvideo geben und dann, ich weiß nicht, wann die Vlogs anfangen werden, ob dann, während ich schon da bin, der erste Vlog kommt. Ich weiß noch nicht, wie meine Planung in den 2 Wochen aussieht mit Videos hochladen. Aber darüber werdet ihr immer auf Instagram dann informiert, wann ich was hochlade und wann dann der erste Vlog online kommt, die Anreise. Ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Und was, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet oder was ihr wissen möchtet, welche Fragen ich euch beantworten soll, wenn ich dort bin, was ich euch zeigen soll. Und. Alles, was ihr wissen wollt, schreibt unten in die Kommentare. Und damit war es das auch von mir. Ich hoffe, ihr begleitet uns auf der tollen Reise. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Spätestens in Orlando. Ciao!